Heute am 1. Juni 2015, 14 Uhr in Famorama, ist wieder ein Event gestartet, obwohl ja eigentlich noch eins läuft. Comic-Event, das geht ja eigentlich auch noch bis morgen. Dennoch eben heute eins wieder gestartet. Dafür ist das allerdings in dem Sinne nicht so aufwendig, aber dennoch ja mit etwas Interessantem mit dabei. Was denn alles, das zeige ich euch in diesem Video. Und zwar die Gänse kommen. Ja, eieiei, ne Eierpopeye heißt die Event-Quest. Haha, wie auch immer. Und ja, was benötigt man? Man benötigt keine Eventpflanze. Das ist natürlich gut, sonst wird sich das überschneiden. Das wäre natürlich nicht unbedingt so gut. Kein Drop-Item, kein Mühlenprodukt, keine weiteren Nebenprodukte, die man sonst so kennt. Nein, man braucht eigentlich nur Gänse. Das ist mehr oder weniger alles. Das Event läuft übrigens bis zum kommenden Sonntag, den 7. Juni, 14 Uhr. Also sozusagen, ja, kann man, wenn man denn vielleicht den Platz noch braucht, so wie ich, von einer Eventpflanze, was generell eigentlich ein bisschen blöd ist, dass das ein bisschen, sich ein bisschen überschneidet, aber die, so die Abgabemengen sind in dem Sinne nicht groß. Man braucht nämlich eben hier Gänse. Ja gut, die gibt's ja eigentlich noch gar nicht. Wo soll man die herkriegen? Jetzt gibt's sie allerdings. Die wurden sozusagen auch eingespielt. Die Gänseställe. Und zwar ab Level 32 findet man diese. Das ist natürlich das Mindestlevel, das man dafür haben. Man muss sie auf der Farm, sonst ja, kann man sich immer wenig beteiligen, beziehungsweise man eben noch die Gansstall, Gänsestall hier noch nicht hat. So sieht dieser aus. Hat eine Produktionszeit von 5 Stunden hier. Ja, und davon finden wir auch bereits Upgrade 1 gelb und 2 orange. Allerdings, da würde ich nicht unbedingt empfehlen, den für so viele TG zu kaufen hier. Das würde ich auf keinen Fall machen. Der normale kostet 3200, Muspeni Upgrade gelb 12.800. Und ja, man kann wie gewohnt natürlich so viel kaufen, wie man möchte oder wie viel das Herz begehrt. Ich könnte jetzt 100 kaufen, obwohl man auf einmal nicht mehr als 100 kaufen kann, aber das mache ich dennoch nicht. So viel brauche ich nicht. Kaufe ich doch mal 30 Stück davon gleich mal ein hier. Und diese benötigt man dann eben hier, heißt es, diese aufzustellen auf der Farm, wenngleich ich das jetzt noch nicht mache, sondern erst, wenn ich das Comic-Event durch habe. Auf jeden Fall finden wir dann in der Farmhalle eine Event-Quest dazu. Und eben zwar ist das ist diese Eier-Popeia. Und es ist eine Event-Zeit-Quest. Ja, heißt also, dass man in der vorgegebenen Zeit, wie beispielsweise in der Stufe 1, sind es 5 Stunden, 10 Minuten, 4 von diesen Gänsen abgeben muss. Heißt also so viel, das, und da auch gleich ein Tipp am Rande, würde ich natürlich vorher schon ja, die Gänsestelle hier aufstellen, dann noch nicht abernten, sondern vorher die Zeitquest starten und dann diese abernten. Dann geht das natürlich noch ein bisschen schneller hier. Ja, braucht man in der ersten Stufe 4, in der zweiten Stufe benötigt man dann 6 von den Gänsen und auch 2 Hasen. Stufe 3 10 und 2 Schafe und in der letzten Stufe sind es dann 12 Gänse und 2 Schweine, die man benötigt. Ja, ist eben sozusagen eine kleine, eine Mini-Event, wenn man es auch so bezeichnen möchte. Denn auch wenn man sich die Gewinne anguckt, naja, also ob das unbedingt so nötig ist. Es gibt eben hier ein paar Gänse, die sind ganz Futter hier. Superdünger, Susis, Turbodünger. Noch ein paar Gänse und ganze 6 Superfutter. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso eigentlich das Ganze hier? Wieso ist das unbedingt so ein Wändchen wert? Hier muss das unbedingt sein. Naja, der Hintergedanke in dem Sinne ist eben, weil die nächste Zucht, und das steht anscheinend jetzt auch schon fix, eben die ganze, also die Gänsezucht ist, wird also das neu kommende Zuchttier in Famarama, das dann in 4 bis 6 Wochen dann auch bereits kommen soll. Und ja, dazu eine kleine Einstimmung sozusagen kann man sich eben hier, und das ist das Gute natürlich, sonst wäre es natürlich etwas blöd, wenn man die Gänsestelle vorher noch nicht gar nicht hat und plötzlich kommt die Zucht und man hat keine Gänse, mit denen man züchten kann. Da ist es natürlich schon nicht schlecht, wenn man jetzt hier die Stelle schon mal kaufen kann. Aber sonst so die Event-Quest, naja gut, ob das unbedingt der Burner ist, unbedingt sein muss. Naja, übrigens natürlich jetzt auch die Frage, kann man die Gans hier bereits auch auf dem Markt schon handeln? Natürlich für die Event-Quest bringt es einen ohnehin nichts, weil es eben eine Zeitquest ist. Also da kann man nicht einfach so abgeben, da muss man eben den Moment dann abernten. Gans aber allerdings ist bereits auch auf dem Markt handelbar, natürlich. Ja, dementsprechend auch das Futtermittel, da benötigt man übrigens für eine Gans
Schauen wir uns das kurz mal an. So, ich breche das hier mal ab. Wo sind sie? Ach, hier gibt es ja eine Suche. Herrlich. Ne, Gänse müssen wir wahrscheinlich eingeben. Jo, Gänsefutter benötigt man pro Einheit 2 Brombeeren und 4 Hirsen. Das auch noch am Rande gesagt. Ja, ist ja so ein kleines Event, wo immerhin die ganze neue Stall kam. Gänsezucht, wenn es dazu weitere Bilder gibt, folgt natürlich auch noch eine Gerüchteküche-Ausgabe. Auf jeden Fall würde mich dennoch eure Meinung interessieren zu diesem Event. Macht ihr denn mit? Oder sagt ihr, wow, wow. Ne, ich kaufe mir Gänseställe, aber Event, ja, mache ich vielleicht eben nebenbei noch, aber das könnte doch ein bisschen besser sein. Schreibt es gerne in die Kommentare, das soll es auch schon gewesen sein mit diesem Video zu den Gänsen.